Also Richtung Norden. Nee, Richtung Westen. Ich habe vorhin Norden gesagt, weil wir von der Insel aus gesehen im Norden waren. Ja, nee, ist ja richtig. Nee, ist richtig. Das W sah jetzt aus wie ein N, weil da ist das ja egal. Hä, wie andersrum? Wind kommt von vorne, war wieder klar, ey. Ja, wenn die neuen Intel, also die neuen Coffee Lake, hinter den neuen AMD sind, dann sind die neuen AMD vor den neuen Inteln. Das ist schon klar, das ist aber beides das Gleiche. Ich habe schon verstanden, was du meintest. Mir hat letztens auch noch einer meiner Follower gesagt, von wegen, ja, die neuen AMD Ryzen sind total geil, blablablub, ich weiß nicht was. Aber... Okay, gut, also mittlerweile kosten sie eigentlich auch schon... Ich hab's gerade... Hab ich das echt andersrum gesagt? Dann tut's mir leid, aber ich hab's eigentlich schon so verstanden, wie du das meintest. Mir wurde letztens auch noch gesagt, dass die neuen Ryzen total geil sein sollen und dass Intel im Prinzip momentan zumindest hinten liegt und bla und... Ich sag mal, die neuen Ryzen kosten mittlerweile ja auch genauso viel wie die Intel. Aber normalerweise wird es schon so seine Gründe haben, warum ein Intel-CPU 500 kostet und ein AMD-CPU 100. Was ist das? AMD sind zwar nett zum Overclocken, also sollen einfacher zum Overclocken sein, aber... ja, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Das Problem ist einfach, Intel hat mich bisher immer überzeugt. So, und wenn ich jetzt... Intel ist halt geldgeil. Nee, ist nicht geldgeil. Die Ryzens sind mittlerweile genauso teuer. Also, ich sag mal, ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass AMD wirklich von der Qualität her einfach nachgelegt hat und deswegen jetzt auch teurer sind. Weil jetzt kommt es etwa hin. Nur das... Also den Ryzen, den der Bekannte oder der Follower mir da letztens geschickt hat, war etwas besser als der i7 8700 und hat, ich glaube, 20 Euro weniger gekostet. Also natürlich ist Preis-Leistung dann halt immer noch etwas besser. Ne? Aber sie sind relativ gleich auf und nicht mehr so. Warte. Was hat er mir geschickt? Übernimmst du sofort mit dem Ruder? Ich knall mich sofort mit ihm auf die Insel rechts. Ja, soll ich irgendwie... Kommst du da mit der Meerjungfrau zurück oder soll ich anhalten da? War der Plan, mehr nixe. Okay. Steuer mal gerade. Also nach links hinweg. Alles klar, hab ich. Ach, der mit seinen 20 Terabyte Platz. Oh, Skelette. Uncool, wo bist du? Boah, wir haben so viel geschrieben. Wo steht's denn jetzt? Ist hier Sand dran. So. Ey, wir sind schon fast voll. Was soll der Scheiß? Okay, voll. Ich meine, er meinte den Ryzen 7 2700X. Drecksack. Du hast nicht mal Andrzej meinen Spitznamen für ihn gesagt. Was? Ich habe einen Spitznamen von Himmelhundi bekommen. Ja, ich habe ihn jetzt aber gerade vergessen. Tut mir leid, Himmelhundi. Och nee, echt jetzt? War wahrscheinlich zu spät.
jetzt was? Bekomme ich mal einen Spitznamen, Dominik, und dann sagst du mir nicht. Ja, er wird mit Sicherheit noch wissen. Ich bin der Super Smoothie. Oh, Andrzej, mein Schoko-Knusper-Spatz. Der ist geil. Der neue Threadripper von AMD hat 32 Kerne und 64 Threads und kostet weniger als der Intel 19-Kerner mit 38 Threads. Das ist Dominik, ja... Was? Hundi ist ja auch mein Knusperbär. Ja. Das ist ja schön und gut, dass der mit so vielen tollen Kernen wesentlich weniger kostet. Aber was soll ich mit so vielen tollen Kernen? Ich kann mir besser einen Intel 4-Kerner von mir aus kaufen, der auf 5 GHz läuft, als einen AMD 12-Kerner, der aber nur Spitze 3.8 schafft. Und generell in der Einzelkern-Bearbeitung Stabilität so schlecht ist. Hasi, bist du bestückt mit allem drum und dran? Weil ich glaube, wir kommen jetzt gerade in die Nähe von einem Skelettenschiff. Nee, ich muss mich bestücken. Wo bleibt eigentlich hier unsere Verstärkung? Wer, Ersa? Nee, hier dein Dings, mit dem du gerade hier dran bist. Verdammt, wie das gerade heißt, der Kollege. Demons Gaming. Ja, ich weiß nicht, keine Ahnung. Wollt ihr nicht hinterherkommen? Der 32-Kerner schafft 4,5 auf jedem Kern. Overclocked oder normal? Gut, aber was soll ich mit 32 Kernen? Ich brauche keine 32 Kerne. Ganz ehrlich, kein normales Spiel benutzt mehr als 2 Kerne. Die wenigsten, oder sagen wir so, die wenigsten Spiele, die ich spiele, nutzen mehr als 2 Kerne. Minecraft, eins meiner, bis vor kurzem zumindest, Hauptspiele, nutzt nur maximal einen Kern. Normal 4,2, Boost 4,5. Ja, mit einer vernünftigen Kühlung könntest du den vielleicht auf 5 hochtakten. Weiß ich nicht. Ist so die Frage. Aber das Problem ist einfach, dass AMD generell auf Einzelkernbetrieb nicht stabil läuft. Die sind halt wirklich... Also, willst du Multitasking, ne, und schnelles Rendern und all so ein Scheiß, hol dir AMD. Geht's um Spiele etc., also stabiles Einkernstabilität, hol dir Intel. No Man's Sky, 4 Kerne. Sea of Thieves, 4 Kerne. Ach echt? Krass. Wie viele Kerne hatten Apfel? Das waren die alten Zeiten. Nein, das ist immer noch so. Wie viele Kerne ein Apfel hat? Kommt drauf an, wie viel rausbeißt. Den ganzen Mund. Solltest voll. Aber mit aufpassen, dann wächst dir ein Apfelbaum aus dem Bauch. Nee. Doch. Mach keinen Scheiß. Doch. Hör mal, Dominik, denkst du bitte dran, dass du dich mit Kanonen wegschießen kannst? Ja, okay. Nee, danke, dass du es mir nochmal sagst. Ja, nur so zur Erinnerung. Wieso rennst du hier mit dem Brett in der Hand durch die Gegend? Hast du ein Brett vom Kopf oder was? Ja. Ich knall dir gleich auch ein Brett vom Kopf. Hau ab! Ja gut, mittlerweile gibt's natürlich schon ein paar mehr Spiele, die 4 Kerne nutzen, aber es gibt kaum welche, die ich spiele. Die mehr als 2 Kerne nutzen. Ich spiele wenig neue Spiele, weil ich meistens kein Geld habe für neue Spiele. Was spielen wir denn gerade? Also, Sea of Thieves und No Man's Sky sind jetzt eigentlich eher so die Ausnahme, weil ich sie geschenkt bekommen habe. Oh, es geht gekauft los, es hätte geht ich los. Sie mir selber wahrscheinlich nicht. Nie. Weil sofern ich das Geld nicht mit meinem Hobby selbst erwirtschafte, geht so gut wie kein Geld in mein Hobby. Linke Seite. Ja, hab's gerade gesehen. Ich habe die ganze Zeit drauf gewartet. Gib's ihm! Schön tief unten schießen. Ja, weiter runter komme ich nicht. Zu tief. Ja, weil sie jetzt so weit weg sind. Ja, ich lebe dabei. Okay.
keine Kugel mehr, aber jetzt sind sie eh zu weit. Nicht, dass der Affe uns irgendwie wieder rammt. Schlangengiftkugeln. Oh! Ja, hier auch. Oh, das gibt Crash, oder? Yo, voll auf den Captain. Ich bin unter Deck, ich sehe jetzt auch nicht viel, aber ich bin unter Deck. Ich bin unter Deck. Ja. Oh, ich bin zum Glück noch auf unsere Leiter drauf gekommen. Bist du da runtergefallen? Oder wolltest du da rüber springen? Nee, ich wollte rüber. Schon wieder! Lass das! Ja, aber diesmal wollte ich keine Truhe holen, sondern die beschäftigen. Noch ein Loch. Ja gut, mag vielleicht sein, dass AMD in Single Core nur noch um 10% schlechter ist, aber das sind dann halt 10%, die mir die 20 Euro mehr für Intel dann halt wert sind. Gib ihm Saures! Noch dazu, also ich weiß, dass ich ein 8700K auf 5 GHz lege. Bei Ryzen weiß ich es nicht. Ich habe jetzt 4 Giga, was mich ja auch ankotzt. Ne? Ich weiß nicht, ob das jetzt einfach nur an meinem CPU liegt oder ob das eine generell AMD-Krankheit ist oder... Ich habe mein CPU eigentlich auf 4 GHz getaktet, aber sobald er auf Last geht, wird er einfach runtergeschraubt. Muss ja. Liegt das jetzt an AMD oder liegt das daran, dass der überhitzt oder kannst du mir das sagen? Wie gesagt, ich habe mich seit, keine Ahnung, 10 Jahren oder so nicht mehr mit Computern auseinandergesetzt. Komm her! Weil mein Gaming-Laptop ist mir damals abgeraucht und dann habe ich eigentlich nur noch Konsole gezockt. Lass nach! Also ich meine, ich habe letztens nachgeguckt und da war der Ryzen, also die er mir empfohlen hat, der Ryzen 2700X war fast genauso teuer wie der, sag mal schnell, der ja. 8700K. War ja, Löcher? Ich gehe runter. Es liegt daran, dass der überhitzt, ist eine Krankheit der alten Architektur. Also brauche ich auf jeden Fall schon mal einen neuen Kühler. Also ist das nächste, was ich mir kaufen werde, ein vernünftiger CPU-Kühler. Ich habe schon einen von meinen älteren draufgepackt, die schon etwas besser waren. Der kühlt schon etwas besser als der Originallüfter, der dabei war, aber dann reicht das wohl immer noch nicht. Das ist dann wahrscheinlich auch der Grund, warum der bei etwas zu viel Belastung und etwas zu warmen Raum einfach ausgeht. Aber Geld für eine Wasserkühlung habe ich auch nicht. Drecksäcke! Der wäre ja schön. Aber gut, dann weiß ich da schon mal Bescheid. Ah, ich bin runtergefallen! Du bist allein auf Schiff. Ja, ist okay, ich bin dran. Steuer vielleicht mal ein bisschen nach links weg vom Schiff. Also vom Piratenschiff. Also ich muss gerade erstmal eben Löcher stopfen, weil die ballern sich hier gerade eins nach dem anderen rein. Ja, deswegen meine ich ja gerade wegsteuern. Ja, dann ist das Schiff aber untergegangen. Warte. Ja, wow, das ist okay, Ryzen 2, aber die mit. Alten, die eventuell nur 5% schlechter sind, die kosten uns. Sind die kosten. Komm schon, Schnecke, wo bleibst du? Aha. Bist du, ich sehe nicht. Da. Also momentan rät mir irgendwie jeder zu einem Ryzen. Ich weiß echt nicht, was ich machen soll. Ja. Aber ganz ehrlich, ich kann mir momentan sowieso keinen leisten. So, und das Schiff ist jetzt sowieso von alleine viel zu weit hinten. Ich brauche nicht mehr wegdrehen. Aber wir sollten sofort vielleicht mal gucken, ob wir gerade rausfahren. Wenn die so stoppen. Ja, ich bin schon da. Ich glaube nämlich, wir fahren gerade... Ne, wir fahren wieder hin. Mach mal eine Linkskurve. Mann! So. Wo sind sie denn jetzt? Keine Ahnung. Wir sind doch gar nicht so weit. Warum kommen die nicht hinterher?
Wo sind die denn? Sag mal, passt das eigentlich von der Lautstärke her? Spiel Andrzej und ich? Ist das relativ synchron, dass man uns beide gut versteht? Hallo? Ryzen gleich günstig, Ryzen gleich gut. Ryzen ist stromsparender als Intel. Scheiß doch auf den blöden Strom. Ende die übertaktest, saufen die sowieso. Kauf dir einen Hamster und ein Hamsterrad, der treibt dann den PC an. Ist alles gut, danke, Herr Hundi. Hundi, kauf dir Sea of Thieves. Hör auf, den blöden Rechner von 4000 zu kaufen, kauf dir Sea of Thieves. Kostet nur 70. Nix. Bist du bestückt mit allem? Sofort. Das heißt, wenn wir den Kahn am Sinken kriegen, hauen wir sofort den Anker rein, holen uns die Schätze und verpissen uns. Ja, genau. Was mir auch noch einfällt, bei Ryzen gibt es Übertaktungs-Mainboards für unter 80 Euro. Versuch das mal bei Intel, da bist du bei mindestens... Mit so einem Schrottboard würde ich sowieso nicht mehr. Das geht weiter. Weil ich mir jetzt schon ein bisschen was angeguckt habe und dann auch sowas gehört habe, wie von wegen, dass da die VRAM-Controller dann schlechte Qualität sind und deswegen die dann einfach mal den RAM runtertakten und der dann zum Flaschenhals wird und all so eine Kacke. Also ich würde mir, wenn dann schon, irgendwie ein halbwegs vernünftiges Z370-Board dafür. Da, linke Seite. Also, wenn ich diese Art von Aufrüstung machen würde, würden so oder so ein bisschen mehr Kohle drauf gehen. Dann fangen wir nicht wieder mit halbgarer Scheiße. Dann kann ich doch der Kleine ab. Plus K-CPU, was ist denn eine K-CPU? Autsch. Oh. K-CPU. Hä? Nee. Ey, wo läuft denn jetzt Wasser rein? Da. Hä? Wie soll ich das doch nicht gesehen? Jo, und wieder Schlangengift. Ja, ich auch. Und tot. Bob. Echt jetzt? Ja. Haben wir noch Löcher im Boot? Ich weiß es nicht, ich glaube wohl. Ich sehe gerade nicht viel. Nee. Doch, wohl. Das ist eins. Also sag mal, der eine Typ, mit dem ich gequatscht hatte, der hatte mir das halt alles aufgezählt, ne, und dass Ryzen ja eigentlich auch besser ist und blablabla. Kannst du den nicht übertakten? Aber wenn du einen K kaufst, dann schon. Achso, ja, ich würde ja einen 8700K kaufen, weil ich den übertakten will. Das ist schon klar. Der wird dann, wenn ich so weit bin, dann wird der CPU auch geköpft, dann kommt da eine vernünftige Wärmeleitpaste drauf, beziehungsweise hier dieses Liquid Metal. Dann kommt eine Wasserkühlung da drauf. Also dann mache ich keine halbgaren Kram hier mehr. Kein Hähnchengriller wie meiner hier unten. Oh. Also ganz ehrlich, das soll keine Beschwerde sein. Ich bin froh, dass ich meinen PC überhaupt habe. €80 mehr dafür, dass ich dem CPU dann ungefähr 1 GHz mehr takten kann. What? Und? Alter, der PC wird dann
1000, 1500, also die Aufrüstung für den PC wird dann 1000, 1500 kosten, wenn nicht sogar mehr, da bin ich mir gerade noch nicht mehr sicher. Und dann sollte ich mir Gedanken um 80 Euro machen, weil ich den übertakten will? Wenn ich schon so viel Kohle ausgebe, macht das den Kohle auch nicht mehr fett. Momentan habe ich nicht mal 20 Euro für sowas, aber, ne? Versteht, was ich meine. Alter, wie wenden die Vögel? Hauen die den Anker rein, oder was? Nee, die können das einfach. Das müsstest du mittlerweile schon oft genug gesehen haben. Die, sag mal schnell, die strugglen ja auch an Felsen. Die fahren ja nicht gegen Felsen. Oh, jetzt kommt das Mina. Weißt du, warum wahrscheinlich jedes Mal der Megalodon mit auftaucht? Hä? Wegen der vielen Schätze. Hast du da schon mal dran gedacht? Nee, hab ich gar keine Lohn mehr. Komm, ich reiter. So, bei der nächsten Möglichkeit gehe ich aber mal rüber und gehe die beschäftigen. Damit das Ding auch mal sinkt. Ja. Ja, tut mir leid, aber weißt du, in all den Jahren, in denen ich jetzt schon PCs hatte, war es immer Intel. Dann hast du mal einmal AMD und die Kiste spackt nur rum. Ne, ist halt schwierig, sich dann jetzt davon überzeugen zu lassen, von zwei, drei Meinungen, von wegen, ja, Ryzen sind ja gut. Noch dazu, wenn die Leute dir dann sogar mit dem Argument kommen, von wegen, ja, AMD ist für Multitasking gut, weil wenn du streamen willst und blablabla, und Intel ist gut, wenn du zum Beispiel zocken willst, wegen Einzelkernstabilität. Und ich genau diese Einzelkernstabilität wegen Zocken haben will. Ja, dann ist das kein Argument für mich, ne, AMD zu nehmen, ne? Das hat noch nicht mal unbedingt was mit Fanboy zu tun. Jetzt fahren die wieder weg, die Drecksäcke. Ja, ich guck jetzt, dass ich drankomme, damit du rüberkommst. Ich glaube, wir bräuchten eigentlich wirklich einen, der die ganze Zeit am Feuer ist. Nimm eine Schrotze mit. Wir nehmen eine Schrotze mit. Eine Schrotze. Ja, ja, oder Handfeuerwaffe. Also da darfst du die aussuchen. Eins von beiden auf jeden Fall brauchst du. Dann glaube ich lieber eine Handfeuerwaffe, weil mit der Schrotze treffe ich also gar nichts. Ja, nee, ich sag nur, mit der Sniper brauchst du nicht drauf gehen. Damit habe ich bisher immer noch am meisten getroffen. Ja, ist so. Komm, ich nehm Schrotze. Bin in dieser Geschwindigkeit, bin ich nicht so zielfest. Was haben wir eigentlich noch an Kugeln? 31, 15, der. Wir haben nicht mehr so viele Kugeln. Wir sollten sowieso generell mal langsam rübergehen. Ja, dann sieh zu jetzt. Ja. Ich ramme jetzt. So quasi. Nein! Och, das gibt's doch nicht. Bist du nicht drüber? Nee. Ich glaube, die 4000-Serie von Intel ist auch nicht gerade gut.